Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr hattet euch in den Kommentaren ein Video gewünscht zum Thema Fußpflege. Also ich spreche jetzt hier nicht über Fußkrankheiten, sondern einfach über eine ganz normale Fußpflege, die wir uns gönnen sollten, die wir einhalten sollten, die mit auf unserem Stundenplan sein sollte, genau wie unser Gesicht und unsere Handpflege. Denn die Füße tragen uns durchs Leben und oft werden sie vernachlässigt und stiefmütterlich behandelt, bekommen einfach viel zu wenig Pflege ab, stecken in zu engem, falschem Schuhwerk. Wir müssen uns vorstellen, normal läuft ein Mensch 8.000 bis 10.000 Schritte am Tag und das ist doch schon mal ein Grund dafür, unseren Füßen eine kleine Pflegeauszeit zu gönnen. Wer jetzt Probleme mit Füßen hat, sollte sich bei einer medizinischen Fußpflege einen Termin geben lassen und da genau abchecken lassen, was da los ist. Es gibt ja auch diabetische Füße etc. Darum geht es hier aber nicht, es geht um die ganz normale Fußpflege. Ich war in der Drogerie und habe mich nach einigen Produkten umgeschaut und dachte mir, nee, also das ist ja schon fast genauso wie beim Gesicht, was man da alles kaufen kann, was es für unglaubliche viele Fußcremes, Fußschäume und was es nicht alles gibt und Pflegeutensilien. Aber eigentlich braucht ihr gar nicht so viel. Ich habe ein paar hier zusammengestellt, die ich auch habe. Ich habe nicht mehr und das reicht völlig aus, wenn ihr jetzt keine Probleme, also ganz normale Füße habt. Aber merkt, die Füße tun mir abends weh oder sie sind rau, sie müssen einfach gepflegt werden. Es gibt nichts Besseres als Barfußlaufen. Gut, man kann natürlich in der Stadt jetzt nicht barfuß laufen, aber wenn ihr einen Garten habt oder im Urlaub, am Strand, im Wald. Man muss natürlich im Wald ein bisschen vorsichtig sein, es kann ganz schön pieken, aber über Moos kann man ja auch laufen. Also Barfußlaufen ist das Beste, was wir unseren Füßen antun können, denn wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, stecken unsere Füße oft in viel zu engem oder falschem Schuhwerk und dadurch kommt es zu Fehlstellungen bei den Füßen. Es können Platt-, Senk- und Spreizfüße entstehen, haben nicht wenige Frauen. Ist ein Problem, also durch dieses Barfußlaufen muss man sich das so vorstellen, müssen sich die Fußsohlen diesen Unebenheiten des Bodens anpassen und somit wird die Fußmuskulatur trainiert. Die wird gestärkt und trainiert. Und an den Fußenden oder Fußsohlen sind diese Nervenenden. Deswegen gibt es ja auch Fußreflexzonenmassagen, wo ganz viel empfunden wird, wo man ja auch Krankheiten sogar feststellen kann bei so einer Fußreflexzonenmassage. Aber das muss von Profis gemacht werden. Ja? Da müsst ihr echt aufpassen. Es gibt überall viele Scharlatane. Also es befinden sich ganz viele Nervenenden in den Fußsohlen und durch das Barfußlaufen wird das alles irgendwie sensibilisiert. Und tja, was soll ich dazu weiter sagen? Ich versuche so oft wie möglich barfuß zu gehen. Auf der Wiese muss man allerdings auch wieder wegen der Zecken aufpassen. Man muss überall aufpassen. Aber es ist möglich, wenigstens im Sommer. Im Winter ist es schwierig. Gut, in der Wohnung kann man barfuß laufen, weil da hat man natürlich einen Boden. Ne? Wir haben Dielenboden oder Steinböden oder Teppichboden, das ist auch nicht so günstig. Aber Barfußlaufen ist eine kleine, das ist auch wie so eine Fußmassage für uns. Ne? Eine natürliche Fußmassage. Denken wir doch an die Naturvölker, die sind nur barfuß gelaufen und rennen teilweise heute noch barfuß rum, ja, über Stock und Stein. Wir sind ja total empfindlich geworden, weil wir eben immer unsere Schuhe, unsere Füße im Schuhwerk drin haben. Die sind eingesperrt den ganzen Tag. Die Ursache Fußschweiß ist sehr unangenehm, erkennt man am käsigen Geruch. Kann Veranlagung sein, kann aber auch wiederum durch falsches Schuhwerk. Überlegt mal, was durch falsches Schuhwerk, was wir uns da alles mitholen können. Also mit falschem, zu engem Schuhwerk oder schlechte Materialien, also synthetische Materialien. Am besten sind natürlich atmungsaktive Materialien oder eben offen, gerade im Sommer. Hochwertige Sneakers oder Flipflops ist toll, da kriegen die Füße immer mal so eine kleine frische Brise ab. Wer unter Fußschweiß leidet, also muss natürlich täglich die Socken wechseln, sollte dabei auch auf die Qualität der Socken achten. Also Bambus, Baumwolle gibt es ja auch und also keine Synthetik. Ne? Also ist natürlich mit Feinstrumpfhosen schwierig. Ne? Und die Strümpfe bei 60 Grad waschen geht mit Feinstrumpfhosen auch nicht, ist also alles schwierig mit einer Feinstrumpfhose. Also Socken bei 60 Grad waschen, damit diese Bakterien abgetötet werden und das Schuhwerk natürlich wechseln häufig, nicht immer die gleichen Schuhe anziehen. Am Abend die Schuhe zum Lüften rausstellen auf dem Balkon, ins Treppenhaus oder wo auch immer hin und am besten vielleicht noch mit Zeitungspapier ausstopfen, dass die Feuchtigkeit aufgenommen werden kann.
Also es gibt für alles Abhilfe, ne? Also so, man kann das alles irgendwie handeln, man muss nur wissen, wie. Und es ist ein bisschen Arbeit, klar. Die Hornhaut, und da haben wir es. Ne? Die Hornhaut ist wichtig, die haben wir überall, an den Händen und an den Füßen. Sie schützt uns eben auch vor Reibung, ist aber unschön und wird entfernt. Und das falsche Schuhwerk spielt auch wieder eine wesentliche Rolle bei zu viel Hornhautbildung. Weil dann, wenn der Schuh zu eng ist, dann wird an der Stelle, wo er zu eng ist, viel zu viel Druck ausgeübt und dann bildet sich automatisch Hornhaut, damit sich der Fuß, damit sich das schützt. Ne? Um sich schützen zu können, wird diese Hornhaut gebildet. Und ja, dann entstehen eben diese Schwielen und Druckstellen und Hühneraugen durch viel Reibung können eben auch entstehen. Und Bakterien sind ja nun auch, ne? Durch die Reibung haben wir lauter so kleine Wunden, dann können da Bakterien eindringen und schon kriegen wir die Hühneraugen, die dann, das ist ein extra Thema, wie man die entfernen kann, aber da gibt es bestimmt ganz viele medizinische Fußpflegevideos auch auf YouTube. Also die Hornhaut ist wichtig, dass sie entfernt wird. Allerdings kann man da auch einige Fehler machen und man kann einiges falsch machen. Also das Typischste ist jetzt am allerbesten, was ich mache, ist mit einer Hornhautfeile. Ich habe mal eine neue gekauft, von Balea, kostet 1 € oder 1,5. Da gibt es eine feine Seite und eine grobere Seite. Ja, also das ist natürlich am besten, wenn die Füße trocken sind, also jetzt nicht im nassen Zustand. Also bevor ihr zum Beispiel in die Dusche geht oder in der Dusche, bevor ihr das Wasser anmacht, so mache ich das immer, eigentlich jeden Tag gehe ich da kurz mit der Hornhautfeile rüber und dann ist das Überschüssige, was sich gebildet hat, weg, weil im Sommer durch das Barfuß in den Schuhen laufen, zum Beispiel in Birkenstockschuhe, die sind zwar gesund, aber die sind ziemlich hart. Das ist ein ziemlich hartes Material, dieses Fußbett. Und da habe ich festgestellt, wenn ich die Birkenstock länger trage, dass ich vermehrt Hornhaut bekomme. Und die muss natürlich wieder weg, aber es darf nicht zu viel weggenommen werden, weil dann haben wir wieder Schmerzen. Vielleicht kennen das einige von euch oder haben das schon erlebt. Ich kenne viele Frauen, denen das schon so ergangen ist. Die sind dann zu einer medizinischen Fußpflege gegangen und hatten danach Schmerzen, weil ihnen einfach zu viel von der Hornhaut weggenommen worden ist. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Also der Hornhautraspel, der ist nicht ohne. Der entfernt natürlich dickere, festere Hautschichten, aber bei falscher Anwendung können da eben Verletzungen entstehen und das tut dann richtig weh. Da müsst ihr aufpassen, besonders auch bei diesen elektrischen Hornhautentfernern. Haben wir meistens die Fußpflegerin. Ich habe zum Glück eine Fußpflegerin, die macht das alles manuell, die macht überhaupt nicht mit elektrischen Geräten. Das geht natürlich schneller mit elektrischen Geräten, aber die macht das alles mit der Hand, das ist besser. Da hat man doch ein besseres Gefühl und nimmt nicht zu viel weg. Also kann man machen mit diesem, aber dann unbedingt nachfeilen mit einer feinen Feile, ja, und eincremen die Füße danach. Ist ganz wichtig, wenn ihr die Hornhaut entfernt habt, dass ihr eure Fersen schön eincremt. Am allerbesten, eine sichere Methode sollte in keinem Haushalt fehlen, ich habe bisher mal so einen kleinen für die Reise, ist ein Bimsstein. Wenn ihr einen Bimsstein benutzt, empfiehlt es sich vorher ein Fußbad zu machen. Und da könnt ihr ein bisschen Aloe-Wasser reinmachen oder Kamille oder Apfelessig und macht also ein Fußbad und könnt danach wunderbar mit den Bimsstellen die Hornhaut entfernen. Wer jetzt dickere Hornhautstellen hat, kann mehrmals am Tag mit Teebrumöl oder auch mit Apfelessig diese Stellen einreiben, dann wird das weicher und dann könnt ihr das mühelos entfernen. Jetzt zur Nagelpflege, also unsere Zehennägel. Da braucht man eigentlich auch nicht so viel. Also am besten ist es nach der Dusche, wenn ihr eure Fußpflege betreiben wollt. Ich würde die Nägel niemals mit einer Schere schneiden, da kann der Nagel sich spalten, immer eine Zange dafür nehmen, weil die Fußnägel doch ziemlich dick sind, also dicker als unsere Fingernägel. Und unbedingt, ich weiß nicht, wie sich das Teil nennt, damit kann man ganz toll diese Nagelfalz, die man hier hat, das ist die Nagelfalz hier, kann man sehr schön entfernen nach der Dusche, dass das Nagelbett wieder atmen kann und Luft bekommt, also diese überschüssige Haut oder eben das ist so eine Hautschere, ne? Kann man dann die Nagelhaut, die überschüssige auch ganz vorsichtig, muss sein, weil die sind meistens ziemlich scharf, ganz vorsichtig entfernen. Ich würde
als Feile immer eine Glasfeile nehmen. Ich habe hier so eine von Ebelin. Ich hatte früher immer die teuren aus der Apotheke, braucht man aber nicht. Ich habe die von Ebelin, die sind klasse. Damit feile ich mir dann immer die Nägel nach. Und was haben wir denn hier noch? Was ganz wichtig ist, dass ihr nicht immer das ganze Jahr über Nagellack tragt, auch an den Füßen. Das Nagelbett, also irgendwie muss euer Nagel auch mal Luft holen, er muss atmen können, ihr müsst ihm auch ein bisschen Pflege gönnen, weil wahrscheinlich kennt ihr das, wenn man den Nagellack abmacht, ist der Nagel ziemlich trocken, manchmal auch rillig und rissig. Ich würde empfehlen, ab und zu, wenn ihr keinen Nagellack drauf habt, mit Kokosöl, mit Olivenöl, mit irgendeinem pflegenden Öl, da müsst ihr nicht unbedingt ein Nagelöl kaufen, die Fußnägel zu versorgen, dass sie auch wieder schön glänzen und den Nagellack, wie gesagt, nicht das ganze Jahr über auf den Zehennägeln lassen. Sieht zwar schön aus, also wenn ich zum Beispiel auch im Sommer, kann man mal so einen Tag Ruhe den gönnen. Ne? Wenn man gerade im Sommer hat man ja ein offenes Schuhwerk an und will schöne Nägel haben, lackiert die sich. Aber wenn ihr euer Nagellack abmacht, das ist ja auch Stress, ne? Das ist ja auch dieses, auch wenn es acetonfrei ist, würde ich danach immer ein Öl auftragen. Irgendein Nagelöl oder Kokosöl, ich nehme meistens Kokosöl, das ist wunderbar. Und dann wartet ihr ein paar Stunden oder macht das abends und macht dann morgens eure, oder macht morgens das Öl drauf und lackiert euch abends die Nägel. Wie ihr das so macht, was da so euer Rhythmus ist. Als Pflege gibt es unfassbar viele Fußschaumvarianten. Ich habe nun den, den ich euch hier vorgestellt habe, den nehme ich jetzt im Sommer mit Minze und Wassermelone, gibt es beim DM. Oder im Winter, wenn es ein bisschen mehr Pflege sein muss, habe ich die von Eubus Urea. Also zur medizinischen Hautpflege von Füßen, für trockene Füße, für raue Füße. Erhöht intensiv die Feuchtigkeit, mindert Druckstellen, was ich ziemlich cool finde. Und Verhornungen, hat also weniger Verhornungen. Auch besonders bei Diabetes geeignet, mit diesem hautglättenden, feuchtigkeitsbindenden Urea- und Macadamia-Öl. Finde ich klasse. Parabenfrei, parfümfrei, ohne Mineralöle. Gibt es in der, also hier steht in der Apotheke, wahrscheinlich habe ich das in der Apotheke gekauft, das hält natürlich ewig, da braucht ihr nicht viel von. Es ist eine ganz tolle, empfehlenswerte Fußpflege. Ich würde jetzt nicht so viel parfümierte Fußcremes, gibt es ja auch ganz tolle, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also ich rede ja immer nur von mir. Ich gebe hier meine Erfahrungen weiter und vielleicht könnt ihr ja damit was anfangen. Also, die Fußpflege ist ein Thema, was uns beschäftigen sollte, weil uns die Füße eben durchs Leben tragen und weil sie eigentlich zum größten Teil ihres Lebens in Schuhen stecken und oft in zu falschen Schuhen stecken. Gerade jetzt Frauen, die viel High Heels tragen, das ist ein Problem. Die haben dann meistens, also naja, die wissen das selber, die Mädels. Klar sind High Heels schön, aber sie belasten natürlich auch wahnsinnig, ne, den Fuß. Gut, wir können jetzt auch nicht nur in Gesundheitstretern rumrennen, aber es gibt ja auch so bequemes, modernes, schönes Schuhwerk. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt eigentlich zum Thema Füße. Ich habe noch, ich verlinke noch ein älteres Video vom letzten Jahr. Das ist so ein frischer Kick für müde Sommerfüße. Vielleicht habt ihr Lust, euch das mal anzuschauen. Es geht um, was man so für ein Fußbad machen kann. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Seid gut zu euch und zu euren Füßen. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.